Genau, im nächsten Input würde ich sagen, geht es eher um ein, oder der Input möchte ein Problemfeld beleuchten, der irgendwie den Erhalt von Rohstoffen oder des Rohstoffes genau erschwert. Es soll um Obsoleszenz durch Software gehen und dafür möchte ich euch Marc Herterich vorstellen. Er ist seit vielen Jahren als Project Manager und Consultant auf den Gebieten Telekommunikation, Software und Internet tätig. Er war auch bei der Telekom im Bereich Smart Home tätig und hat unter anderem auch das Unternehmen Extrada gegründet. Ursprünglich haben Sie Philosophie und Informatik studiert, habe ich gelesen. Genau, vielleicht dann auch der Bezug zu den großen Fragen der Nachhaltigkeit. Daher kommt das vielleicht. Genau, bitteschön. Ja, danke schön und danke für Eriks Vortrag. Ich habe, als du gesagt hast, ne, archivieren und ins Museum stellen von älterer Software, ist mir aufgefallen, das ist eine super Idee, weil wenn man in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen, wenn man älterer Software mit neuerer Software vergleicht, die im Prinzip dasselbe tut, wird man feststellen, dass die neuere Software nicht unbedingt besser ist, vor allen Dingen langsamer. Und das ist nämlich auch genau ein Problem, wo ich aufkomme, dass neuere Software mehr Hardware-Ressourcen frisst, dadurch auch unter anderem dazu führt, dass Hardware erneuert werden muss. So, mein Vortrag, wie gesagt, ich rede ganz kurz über Obsoleszenz, dann etwas, weil es ein gutes Beispiel ist, den Lebenszyklus des Smartphones, weil das genau immer ein Beispiel ist, wo die Erneuerungsraten irrsinnig schnell sind. Ne? Durchschnittliche Nutzungsdauer von einem Smartphone ist 18 Monate. Dann das Thema Reparierbarkeit, Upgrade-Fähigkeit und dann Software-Bloat. Das ist genau die, dass Software ressourcenfressend ist, wenn sie erneuert wird durch neue Updates und vor allen Dingen auch langsamer wird. Und dann ein paar Lösungen und auch, das ist jetzt die Philosophie, ich kann es nicht lassen, auch ein paar politische Forderungen zu stellen. So. Fangen wir mal mit Obsoleszenz an. Das kommt vom Lateinischen, aber im Deutschen wahrscheinlich aus dem Englischen eingeführt, obsolescent, das immer genutzt wird. Also das ist abnutzen, aus der Mode kommen, an Ansehen verlieren, Wert verlieren, einfach hinfällig sein. Dann gibt es natürlich den Fall, das wird auch viel diskutiert, die geplante Obsoleszenz. Das heißt, ich habe ein Gerät, wo alles aus Metallteilen besteht, außer einem Teil, das aus Plastik ist. Und das Plastikteil geht relativ schnell kaputt und das gibt es dann aber nicht als Ersatzteil. Also muss das ganze Gerät erneuern. Da gibt es auch eine viel große Diskussion drum. Wer sich dafür interessiert, da gibt es eine gute Webseite, die heißt Murks. Nein, danke. Dann gibt es natürlich psychische Obsoleszenz, das wäre sowas wie eigentlich Identitätsobsoleszenz. Der Nutzer hat das Gefühl, er ist selber veraltet und kauft sich als Verjüngungskur ein neues Handy. So, und dann zu guter Letzt gibt es das hier. Das ist Obsoleszenz durch Software. Und das ist jetzt das Hauptthema. Das ist bei einem, ich hatte jahrelang, 2011 habe ich mir ein Samsung Galaxy 2 gekauft, das war zu dem Zeitpunkt das Cutting Edge, das Beste. Und ja, so vor anderthalb, zwei Jahren wollte ich mal wieder mit der Bahn fahren, ja, als umweltbewusster Mensch mache ich das gerne und wollte den Fahrplan anschauen und plötzlich kriegte ich diese Nachricht. Und da rechts oben ist ja dieser grüne Balken, da können Sie sehen, da steht installiert drauf. Also ich hatte das Ding auf meinem Smartphone und dann erzählt mir, das geht nicht mehr. Da habe ich mich gefragt, ich komme zu diesem Beispiel später nochmal, ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Eine verdammte Abfrage einer Datenbank hinsichtlich, wann der nächste Zug von Berlin nach Köln fährt, ist sowas von trivial. Warum funktioniert die Software dafür nicht mehr auf meinem Handy? Das macht absolut überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich mir mal so ein Prinzip ausgedacht, dass man also neue Geräte braucht, um neue Dinge zu tun. Das macht gegebenenfalls Sinn. Ja? Also wenn Sie vorher keine Kamera auf Ihrem Gerät hatten und jetzt Bilder machen, weil dann haben Sie ein neues Gerät, das eine Kamera drin hat. Aber ein neues Gerät zu machen, um alte Dinge zu tun, das ist völlig absurd. Und das darf eigentlich nicht passieren. Und dann bin ich habe das auch dann weiter recherchiert und viele digitale Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, LED-Fernseher mittlerweile auch,
zunehmend wahrscheinlich jetzt auch bald Waschmaschinen. Ne? Also sozusagen Miele macht Werbung, die Waschmaschine hält 20 Jahre, aber die Software nur 3. Was machen sie dann? Weil sie kaputt sind, sondern weil sie veraltet sind und für neue Software erzeugt dann Obsoleszenz. Und ich komme jetzt gleich wieder zurück, aber jetzt mache ich erstmal einen kleinen Umweg, um zu sagen, warum das ein Problem ist. Hier dieses Bild, das Sie da sehen, ist aus einem Nachhaltigkeitsbericht von Samsung aus dem Jahr 2016. Und da wird der CO2-Fußabdruck vom Lebenszyklus des Galaxy S6 beschrieben. Und das Erste, was ich feststellen kann, ganz hinten, ne, Disposal, also Entsorgung, ist ganz offensichtlich nicht recycelt, weil das würde mehr Energie verbrauchen als 0,8%. Also es landet wahrscheinlich irgendwo in Afrika. Dann die Nutzungsphase selber, das ist interessant, ist nur knapp 16%. Und das liegt daran, dass gerade bei mobilen Endgeräten natürlich die Hersteller versuchen, das möglichst effizient zu machen, weil natürlich die Geräte, die Akkulaufzeit und so weiter, hat viel mit der Usability, also Nutzbarkeit zu tun und deswegen. Dann die eigentliche Fertigung, also die Endfertigung von Samsung macht 7% und über die Hälfte ist sozusagen die Vorproduktion, also das Ausbuddeln der Rohmaterialien, die zu verhütten und zu veredeln und irgendwelche Sachen zusammenzubauen. Also über 80% habe ich ein Problem für eine 18 Monate durchschnittliche Nutzungsdauer. Und das ist absurd. Ne? Und hier haben wir die Gewinnung von Coltan im Kongo. Natürlich werden auch Rohmaterialien woanders gewonnen, aber unter extrem menschenunwürdigen Bedingungen. Eine Foxconn-Fabrik in China, wo auch die Arbeitsbedingungen nicht besonders gut sind, dann mit Schwerölfrachter über die See gefahren, um dann wieder in Ghana auf einem Schrotthaufen, auf einem lebensgefährlichen Schrotthaufen zu landen. Und hier haben wir eine Kreislaufwirtschaft, aber nicht so, wie sich die meisten Leute vorstellen, nämlich es fängt in Afrika an und endet wieder in Afrika. Und nur mal, warum das ein Problem ist. Ne? Also sozusagen diese kurzen Nutzungszeiten sind einfach ein Riesenproblem. Eine Sache hatten wir schon, dass die Reparierbarkeit der Geräte ein Problem ist. Ne, das ist jetzt keine linke Zeitung, auch keine rechtsradikale, sondern eine Mainstream-liberale Zeitung, die schon ein Recht auf Reparatur angemahnt hat, weil viele Geräte gibt es tatsächlich rechtliche Verbote, sozusagen, dass der Endkunde die zwar kauft, aber ist ihm verboten, damit den Gerät zu machen, was er will. Und gleichzeitig gibt es natürlich also viele neueren Smartphones, das ist alles verklebt, da können sie überhaupt nichts reparieren oder ändern. Und deswegen auch die sozusagen iFixit ist eine Website, die relativ bekannt ist von Leuten, die selber irgendwas reparieren wollen, so im Hardware-Bereich. Da gibt es unter anderem so Rankings, wie reparierbar und auch upgradable die Sache ist. Ne? Also reparierbar ist, dass ich ein kaputtes Teil austausche. Upgradable ist, dass ich ein Teil austausche, das zu langsam ist oder neuen Speicherplatz und so weiter. Schraube ich den alten raus und tue einen neuen raus oder will eine bessere Kamera, die baue ich rein, ohne den ganzen Rest wegschmeißen zu müssen. So, und dann gibt es Rankings und dann gibt es auch sehr viele Tipps dazu. Da komme ich auch nochmal zurück, weil sowas gibt es leider noch nicht für Software und ich finde, sowas müsste es geben für Software, um auch da weiterzukommen. Dann gibt es in Deutschland einen runden Tisch Reparatur, wo relativ viele NGOs, aber auch Unternehmen und Dienstleister miteinander verbunden sind und dort auch sich um das ganze Thema kümmern und auch Kampagnen starten, zum Beispiel für eine EU-Richtlinie zum Recht auf Reparatur. Also dann kommen so Sachen wie, dass eben Hersteller auch genügend Ersatzteile vorhalten müssen und dass die Dinger so gebaut werden müssen, dass man es auch eben Sachen austauschen kann. Also beim Handy ist es dann sowas oder beim Smartphone, dass die eher geschraubt sind als geklebt. Fairphone zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Software-Bloat. Dann Bloat ist aufgeblasen. Ne? Haben heute schon öfter von Moore's Law gehört.
Umgangssprachlich heißt das einfach, das ist kein Naturgesetz, das ist eher so eine Faustregel. Ne? Umgangssprachlich heißt eigentlich, dass die Prozessorleistung vom Computer verdoppelt sich alle 2 Jahre. Man kann es vage übersetzen in, die werden doppelt so schnell alle 2 Jahre. Ne? Und da haben Sie eine relativ gute Kurve hier, die geht von Anfang der 70er Jahre bis jetzt. Und physikalisch ist es eigentlich die Anzahl der Transistoren, die ich auf eine gegebene Größe von einem Chip einbauen kann. Also wenn ich einen Quadratzentimeter Chip habe, dann kann ich eben jetzt, ich weiß nicht was, doppelt so viele Transistoren darauf bauen wie noch vor 2 Jahren. So. Explosiv, ne? Also die, das hatten wir heute Morgen in irgendeinem Beispiel auch, sozusagen die Effizienz des Computers ist explosiv gestiegen. Ne? Aber was passiert mit diesen neuen Ressourcen? Und da hat einer, der es wissen muss, nämlich Bill Gates, hat gesagt, die Geschwindigkeit von Software halbiert sich alle 18 Monate. Ein bisschen genauer gefasst ist es auch von, oder nicht genauer gefasst, aber ich sag mal, nicht nur so als Bemerkung, sondern hat auch ein bekanntes Papier darüber geschrieben, der Schweizer Informatiker Niklaus Wirth. Das sind eigentlich 2 Aussagen, Software wird schneller, langsamer, als Hardware schneller wird. Und Software dehnt sich aus, um den verfügbaren Speicher zu füllen. Ne, da haben wir sowas wie den Rebound-Effekt. Also Jevons sozusagen, wenn ich eine Effizienzsteigerung habe, dann ist die Folge nie so, dass ich Dinge, die ich heute tue, effizienter werden, sondern die werden effizienter, aber ich mache halt sehr viel mehr. So, ein Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel von Software-Bloat, ist, wenn ich vergleiche die Prozessor, der Prozessor, das Memory und die Harddisk, die ich brauchte von Windows 95 im Vergleich zu Windows 10. Braucht 40 mal so viel Prozessorleistung, braucht 250 mal so viel Hauptspeicherkapazität und es braucht 320 mal so viel Festplattenkapazität. Dabei, also ich meine, ein Betriebssystem ist jetzt, macht nichts irgendwas fancy, das ist eigentlich ein Verwaltungssystem, ne? Das den Speicherplatz, die Peripheriegeräte und so weiter miteinander verwaltet, verbindet. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt komme ich wieder zu dem Beispiel mit den App von der Deutschen Bahn am Anfang. Da waren auch ein paar andere Apps, war jetzt nicht nur die Deutsche Bahn, aber es war ein gutes Beispiel, die nicht mehr funktionierten. Ich habe dann die Programmierer der App-Anbieter geschrieben und habe 3 Fragen gestellt. Welche Neuerungen haben Sie bei Ihrer App eingeführt, sodass die Hardware-Ressourcen älterer Geräte nicht mehr ausreichen, um die App zu installieren? 2. Frage, könnten Sie sich vorstellen, neueste Versionen der App, auch schlanke Versionen mit Kernfunktionalitäten bereitzustellen, die geringere Hardwareanforderungen haben? Und 3. könnten Sie sich eigentlich vorstellen, dass der Nutzer selber entscheidet, was man dem ganzen Zeug erhaben möchte? Und eine Antwort, ich sage jetzt nicht von wem, war folgendes. Wir haben kein Problem mit älterer Hardware, also den schwarzen Peter sind die Anbieter der Betriebssysteme, stimmt oft. Sind Google respektive Android oder Samsung, die bestimmte Geräte irgendwann keine Updates mehr anbieten. Und wir sind mittlerweile bei Android 9 und sind rückwärtskompatibel bis 4,4, aber der ganze andere ist uns zu kompliziert. Hier haben wir übrigens ein Beispiel, ne? Android ist Open Source. Sozusagen oft ist Open Source effizienter als proprietär, ne? Windows, aber nicht immer. So, was steht dahinter? Kann es vielfältige Gründe geben, aber eins ist Feature Creep. Also nach einer gewissen Entwicklung umfasst ein Softwareprogramm eigentlich alle Funktionalitäten, die man normalerweise braucht. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich schon vor 20 Jahren Word benutzt habe und ich benutze heute im Wesentlichen dieselben Funktionalitäten, die ich damals benutzt habe, aber musste in der Zwischenzeit irgendwie 5 oder 6 Computer mit neuen Betriebssystemen kaufen, um das Ding benutzen zu können.
Um den Verkauf zu steigern, werden neue unnötige Funktionalitäten hinzugefügt. Die zusätzlichen Funktionalitäten passen dann oft nicht zum ursprünglichen Design der Softwarearchitektur oder so. Also wenn ich ein Haus baue und mir anschließend überlege, ach, da möchte ich noch irgendwie einen Balkon drin haben, den dann irgendwie anbappe, statt den von vornherein in architektonischen Planung dahin zu bauen. Und 80% der Nutzer benutzen ja 20% der Funktionalitäten. So, was kann man da machen? Entkopplung von Softwareentwicklung und Bedarf an Hardwareerneuerung. Das eine ist Modularität, um schleichende Aufblähung eines Programms zu verhindern, sozusagen die Bereitstellung von Plug-in-Schnittstellen, und dann kann jeder selber entscheiden, was er dann tatsächlich benutzen möchte. Ich glaube, viele Neuerungen würden dann viele Leute gar nicht mehr runterladen, wenn sie die einzeln runterladen müssten. Mehr à la carte, also das ist das nicht so sehr Menü, ne? Das ist praktisch dasselbe. Abwärtskompatibilität, also Kernfunktionalitäten herstellen für eine Software, die eben Module umfasst, die auch auf älterer Hardware laufen. Also man könnte dann sagen, vielleicht sollten wir vorschreiben, ne, dass jeder, der eine Software herstellt, muss Kernfunktionalitäten herstellen, die auf durchschnittlicher Hardware von vor, was immer, 5 Jahren, 10 Jahren gelaufen ist und so weiter. Einfache Algorithmen. So, Lösungsangebote, da gibt es relativ wenig. Eins ist lastingware.com, das besteht gerade im Aufbau, da bin ich da beteiligt. Eigentlich, was ich ja vorhin gesagt habe, wir haben bei Hardware, was die Reparierbarkeit oder sozusagen relativ schon gute Ansätze mit sowas wie iFixit oder dem runden Tisch Reparatur, das haben wir bei Software noch nicht. Das ist eigentlich, wo noch ein Bedarf ist, sozusagen eine Aggregationsplattform, wo man Lösungen für dieses Problem, dass oft Hardware nicht mehr ausreicht für Updates und neuere Software. Da gibt es Lösungen, aber die sind so übers Internet überall verteilt und man muss relativ technisch versiert sein, um die zu finden, und so eine Art Aggregationsplattform und dann auch ein politischer Dialog ähnlich und Formulierung von Forderungen ähnlich, wie wir es haben beim runden Tisch Reparatur. Dann 2 Beispiele hier, das bezieht sich jetzt auf XDA-Developers, die bieten zum Beispiel Custom-ROMs, ROMs sind Read-Only Memories, das ist so Firmware, die läuft im Flash oder sehr eingebettet in der Hardware. Bei vielen Android-Geräten, weil eben sozusagen keine Updates mehr gemacht werden oder Updates, die so sind, dass ich die alte Hardware nicht mehr nutzen kann, die kann man sich runterladen und tatsächlich dann viele dann neuere Versionen der Software, der Android-Betriebssystem abgespeckt installieren. Das ist Open Source. Dann sowas wie Neverware, das von Google finanziert. Ist ein Service, um alte PCs, basiert auf dem Chromium-Betriebssystem von Google, alte PCs oder Macs schneller und effizienter zu machen. Also das sind schon mal so Ideen, wie man, ohne jetzt mit der Politik, sondern selber irgendwie was oder die Entwickler-Community was machen kann, um da voranzukommen. Dann Forderungen. Sind die Politiker, also genau, und dann, ich hatte auch an die, bis auf eine, an alle im Bundestag vertretenen Parteien eine Mail geschrieben und die gefragt, habe denen gesagt, die 3 Fragen, die ich an die Hersteller gesendet habe, auch an die, in die Bundestagsfraktion, gibt es Überlegungen Ihrer Partei, den Verbraucherschutz bzw. Umweltschutz in Bezug auf digitale Endgeräte durch gesetzliche Rahmenbedingungen auf nationaler oder europäischer Ebene zu stärken. Die Themen in den genannten Fragen Unternehmen angerissen werden, könnten ein Teil einer politischen Initiative für Verlängerung der Nutzungsdauer digitaler Endgeräte sein und eine Obsoleszenz durch Software entgegenwirken. Ich habe von 3 Parteien Antworten bekommen, und zwar Grüne, Linke und CDU. In allen war, ich sag mal, ist interessant, haben wir noch nicht dran gedacht. Aber sozusagen, ich glaube, das ist auch einfach eine Frage zu sagen, man muss das Thema sozusagen in die Öffentlichkeit bringen, in die Bewusstsein, sowohl von, ne, ich habe dann immer in der Fraktion an die Leute, die Verbraucherschutz zuständig waren, wie auch für Umweltschutz.
Und meine Forderungen wären Verbot, also das hat jetzt nichts mit Software zu tun, sondern generell Verbot von Hardware-Subventionen in Mobilfunkverträgen. Das ist ein Unding, dass du sozusagen dazu auch noch animiert wirst, neue Hardware zu kaufen. Softwareanbieter, also was ich schon vorhin gesagt habe, verpflichten, abwärtskompatible Kernmodule anzubieten, Softwareanbieter verpflichten, Menüpreise einzuführen. Das gilt auch für Apps oder Web-Applikationen. Dann vielleicht mal hingehen, dass man regionale Elektrofriedhöfe hat. Ne? Also dass dieser ganze Elektroschrott nicht nach Afrika geschifft wird, sondern irgendwo bei uns landet. Und wir uns damit rumschlagen müssen. Und volle rechtliche Verfügbarkeit des Nutzers über seine Endgeräte. Das habe ich schon gesagt, die Reparatur ist teilweise von einem Gerät, das ich gekauft habe, mir gehört, tatsächlich verboten. Und eben politischer Dialog von Richtlinien. Was kann der Nutzer tun? Sich fragen, ob bestimmte Programme Funktionen wirklich braucht. Nicht jedes Gerät muss alles können. Druck auf Anbieter ausüben und Sharing von Geräten und Programmen. Und damit bedanke ich mich. Genau, auch ich bedanke mich für die etwas andere Sichtweise auf Software. Und genau, der Raum steht wieder frei für Fragen. Hier vorne sehe ich schon eine. Ja, danke. Ich wollte fragen, was Sie gerade eben angesprochen haben, dass es mir verboten sein kann, mein Gerät zu reparieren. Unter welchen Umständen ist es denn so? Also muss ich da darauf hingewiesen werden oder einen Vertrag unterschreiben, dass Sie das machen können? Oder kann es sein, dass ich in den Laden gelaufen bin, mir ein Handy gekauft habe und auf der Webseite von dem Hersteller steht es halt irgendwo? Also kriege ich das bewusst mit? Vielleicht manchmal in irgendwelchen AGBs, aber im Prinzip, du kriegst einfach auch keine Ersatzteile, ne? Weil sozusagen, zum Beispiel, ich glaube, Apple macht das, wenn der Screen kaputt geht, und das ist ein Teil, der Bildschirm, der, weil die Leute irgendwie raufhammern oder sich raufsetzen oder mit dem Schlüssel dagegen klappen, der geht eben leicht kaputt. So, und die verbieten es schlicht, dass das repariert wird, auch von Händlern repariert wird. Ne? Ja, aber ich meine, an welchem Punkt stimme ich dem zu? Also muss ich da irgendwas abgehalten? Na, da stimmst du ja gar nicht erstmal zu. Du kriegst einfach kein Ersatzteil. Ne? Selbst, ich kann ja verstehen, dass das nur das irgendwie ausgebildete Leute tun können, ne? Aber du kriegst keine Ersatzteile. Also Apple verbietet es einfach. Und es verbietet auch zum Beispiel Leuten, die ein altes haben, Gerät, das alte rauszunehmen, auszutauschen, solche Sachen. Hallo. Ich fand ja diese Antwort von dem App-Hersteller ganz interessant, weil das Problem ist ja bei dieser Bahn-App jetzt zum Beispiel nicht, dass die Hardware nicht mehr schnell genug wäre oder so, sondern tatsächlich, dass sich halt das Android-System ständig ändert, also quasi die Rahmenbedingungen sich ändern und es dann und die Bahn dann halt da aktuell bleiben will, weil sie natürlich auch auf aktuellen Handys laufen wollen und dann die alten weniger wichtig werden. Es ist aber ja im Prinzip ein reines Softwareproblem, was lösbar wäre, wenn die Bahn da mehr programmieren würde, aber vielleicht auch müsste man da überlegen, ob man sowas wie eine Langzeitschnittstelle fürs Betriebssystem sich vorstellen könnte, wo, keine Ahnung, das Problem ist ja quasi, die müssen es ständig ans neue Betriebssystem anpassen und dann haben sie irgendwann 20 Versionen, die sie brauchen. Und wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe, eine Schnittstelle, die über 10 Betriebssystemversionen ging, und dann wäre es praktikabler. Also mir scheint, das Interessante daran ist so, dass die Frage. Okay, sorry. Mir scheint, es ist ein Problem, was relativ leicht lösbar ist. Also ich glaube, in dem speziellen Fall ist es also nicht nur, aber tatsächlich ein Problem von Android. Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss an die Hersteller von Betriebssystemen. Wie weit ändere ich plötzlich völlig die Architektur, so dass alles, was Leute obendrauf programmiert haben, vor 3 Jahren überhaupt nicht mehr läuft. Ne? Das Zweite ist, und das finde ich eigentlich das Wichtigere, dass die Kunden selber entscheiden sollen, welche Betriebssysteme, und ich verstehe das einfach nicht, weil die Bahn hatte ja eine App, eine Software, die funktioniert hatte, die könnte sie ja sozusagen als Alternative noch im Play Shop von Android anbieten. Ne? Sagen,
die läuft noch da und da. Die haben nur die neue. Ich weiß auch warum. Weil in der neuen ist eine Bezahlfunktion drin. Die Bahn findet super, dass Leute nicht sozusagen, ne, das will jeder Anbieter haben, dass du nicht nur eine Information hast, sondern auch gleich kaufe ich. Ne? So, und aber sozusagen von der Logik her ist, warum kann ich die alte App nicht einfach weiter nutzen? Ne? Und, okay, die wollen dann sagen, ja, Sicherheitsupdates und so weiter, das ist uns zu kompliziert, dann sollen sie es wenigstens so weit veröffentlichen, dass andere das machen können. Das wäre, ne, was Ihr Vortrag dann ist, zu sagen, dann können andere weiter dran arbeiten. Noch eine Frage und ich würde auch sagen, das ist dann die letzte. Ja, danke für den Vortrag. Ich würde nochmal bei der Obsoleszenz nochmal auf was zurückgehen. Und zwar gibt es ja auch Geräte zu kaufen in den Läden, die zum Kaufzeitpunkt, während sie im Laden liegen, bereits Obsoleszenz sind. Und da ist sich auch nochmal eine Forderung an die Politik eigentlich, an Verbraucherschützer, dass man dort einen Riegel vorschiebt. Also Software kann ich auf dem Telefon kaufen, die ist bereits zu dem Zeitpunkt veraltet, wo sie noch im Laden liegt. Ja. Und die Hersteller haben sich zwar selbst verpflichtet dazu, Updates auszuliefern, allerdings beginnt die Frist bei Veröffentlichung der Hardware und nicht beim Kaufzeitpunkt für den Endverbraucher. Das heißt, es ist für den teilweise sehr intransparent, ob es überhaupt noch Updates gibt. Ja. Und der andere Punkt, der sich vielleicht ein bisschen daraus ableiten würde, wäre diese Software gar nicht so stark an die Hardware koppeln zu dürfen. Ja. Also in der Datenschutzgrundverordnung ist ja auch ein Kopplungsverbot vorgesehen zwischen der Zustimmung zur Datenverarbeitung und der Nutzung des Dienstes selbst. Ja. Und sowas bräuchte man vielleicht auch für Software und Hardware, dass die Kopplung generell verboten wird. Und zum Beispiel hat Google ja vor kurzem eine große Strafe bekommen, weil sie Apps zu stark mit ihrem Android-System gekoppelt haben. Apple auf der anderen Seite, die ihr System nicht mal überhaupt geöffnet haben für irgendwelche anderen Anbieter, gar keinerlei Konkurrenz quasi zulassen, haben keine Strafe dafür bekommen bisher. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung, ja. Es gibt ja auch den Begriff Wintel, ne, also wo ein Hardware, ein Chiphersteller, Intel zusammen mit Microsoft Windows sozusagen, das ist ja eigentlich schon, sind ja schon Teil der gleichen Familie und unter Wirtschaftsbedingungen von Konkurrenz und so weiter sollte es eigentlich nicht sein. Alles klar, dann vielen Dank nochmal an Marc Herterich. Danke.